Company of Heroes 3 war eine der großen Echtzeitstrategie-Hoffnungen für 2022, aber dann wurde es ins nächste Jahr verschoben. Jetzt soll es für den PC zumindest am 23. Februar 2023 rauskommen. Inzwischen ist sogar eine Konsolenversion angekündigt worden. Die kommt ein bisschen später, da haben wir schon erstes Gameplay draus gesehen. Selber spielen konnten wir es noch nicht, aber mein Kollege Fabiano hat die PC-Version gespielt und kann uns jetzt verraten, ob diese große Hoffnung von 2022 auch die große Hoffnung für 2023 ist. Hallo Fabiano. Hi Fritz. Ja, du hast es gespielt und wir kennen ja schon aus deiner vorherigen Preview, mein Gott, ich kann gar nicht mehr reden, kennen wir so ein bisschen die neuen Rahmenbedingungen. Es gibt eine neue umfangreiche Singleplayer-Kampagne in Italien, die diesmal ganz anders funktioniert. Kommen wir gleich nochmal drauf. Es gibt eine klassische Singleplayer-Kampagne in Nordafrika. Es gibt natürlich wieder Multiplayer. Es soll das größte Paket werden, das Company of Heroes je zum Release anbieten konnte. Aber das größte heißt ja nicht automatisch auch das Beste. Und uns geht es ja vielmehr darum, ist das vielleicht auch das Beste? Und ja. Das kannst du mir jetzt nur verraten. Wie ist es denn jetzt? Es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man ein bisschen abwarten muss, glaube ich, wenn es rauskommt, was genau die Reaktionen sind. Ich kann es natürlich jetzt schon etwas umfangreicher spielen. Also davor, die Previews waren ja oft einzelne Abschnitte von dem Spiel. Mal die Italien-Kampagne, mal eine Afrika-Mission, mal den Multiplayer. Und jetzt habe ich zum ersten Mal eine Version gehabt, wo mehrere Sachen drin waren. Also ich hatte die Italien-Kampagne, ich hatte eine Afrika-Mission wieder. Und ich hatte auch den Multiplayer, auch wenn ich da nicht so groß dazu gekommen bin, nochmal ausführlicher zu spielen, wobei sich bei dem auch am wenigsten geändert hat im Vergleich zu der letzten Preview. Und es ist schon so, dass ich sagen würde, Company of Heroes 3 ist auf jeden Fall ein Strategiespiel, das nächstes Jahr Leute im Auge behalten sollen, weil es kann ein richtig cooles Spiel werden. Also es macht jetzt schon mega viel Spaß. Die Neuerungen sind in der Regel sinnvoll, also vor allem die Gameplay-Neuerungen. Da gibt es ja so Sachen, dass man jetzt zum Beispiel Häuser stürmen kann oder dass die Einheiten auf Panzern mitfahren können. Und das macht alles in allem, macht das Spaß. Also gerade die Echtzeitschlachten, die sind Company of Heroes typisch sehr unterhaltsam, die sind gut gebalanced. Momentan kann es da noch Schwankungen geben, aber im Großen und Ganzen hatte ich da jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwas besonders übermächtig wäre. Es macht auf jeden Fall Freude, es funktioniert gut. Das Ding ist nur, ich hader noch ein wenig bei den beiden Kampagnen. Also bei der Italien-Kampagne hade ich ein bisschen damit, ob dieser Anspruch, den sie haben, dass es langfristig unterhaltsam sein soll, ob der so hinhaut. Und bei der Afrika-Kampagne hade ich damit, dass sie sich nicht so, ja, sie fühlt sich nicht so nahbar an, sie fühlt sich nicht so unterhaltsam an, wirklich. Also sie hat nicht diesen krassen emotionalen Aspekt, der einen irgendwie in die Geschichte reinzieht, die irgendwie eine besonders mitreißende Handlung hat, weil sie halt auch einen etwas anderen Ansatz da fahren. Und das sorgt so ein bisschen für einen Bruch zwischen Story und Gameplay. Und der letzte Punkt, bei dem wir dann auch noch reden können, ist, dass ich noch ein bisschen am Überlegen bin, wie sauber das Spiel ist, wenn es rauskommt. Weil die Version, die ich jetzt gerade hatte, zumindest noch technisch in keinem Release-Zustand war. Ich meine, es ist eine Preview-Version gewesen, aber es ist auch nur noch 2 Monate weg und ist zumindest dann, da ich sagen würde, muss man vielleicht mal gucken, was jetzt eigentlich am Ende bei rauskommt, wenn es jetzt noch etwas schwierig ist, was die Technik angeht. Hm. Reden wir kurz über diese Singleplayer-Kampagne in Nordafrika. Das ist ja die Kampagne, die im Grunde genommen die Fans des alten Singleplayers, des kampagnenbasierten Missionen von A nach B und eine Mission nach der nächsten und eine Zwischensequenz und tralala, also eine durchinszenierte Kampagne, die soll diese Kampagne abholen. Die war ja dann auch ein bisschen überraschend im Nachhinein noch angekündigt worden, weil man erst dachte so, ja, Company of Heroes gar nicht mit einer richtigen Story-Kampagne. Jetzt mal abgesehen davon, dass sie vielleicht in ihrem Erzählstil nicht ganz so mitreißend ist wie früher, ist sie denn in ihrer Inszenierung und Spielbarkeit auf dem Niveau, wie man es von den vorherigen Teilen gewohnt ist? Ja, ich meine, die Inszenierung selber in der Mission drin war jetzt, ich meine, sie war schon immer gut bei Company of Heroes und da muss ich sagen, die beiden Missionen, die ich bislang gespielt habe, haben noch nicht das gezeigt, was Company of Heroes eigentlich kann. In der letzten Mission, die ich gespielt habe, ging es darum, man spielt ja mit dem DAK, mit dem Deutschen Afrika-Korps, spielt man in Nordafrika und kämpft dort gegen die Briten normalerweise. Und diesmal ging es halt auch darum, in der Rolle der Deutschen erst einen Punkt zu verteidigen
dann gab es mehrere Punkte zu erobern und dann gab es nochmal einen Punkt zu verteidigen. Und das war von der Inszenierung her und vom Ablauf her sehr standardmäßig. Also es gab keine irgendwie großen überraschenden Wendungen, es gab keine Momente, wo die Musik irgendwie angeschwollen ist, wo man dann halt das Gefühl hat, ja, jetzt geht's hier vorwärts, jetzt greife ich an. Das gab's nicht so sehr. Es kann vielleicht daran liegen, dass man diesen Pathos bei einer deutschen Kampagne nicht möchte. Aber es sorgt halt eben auch dadurch, dass die Story an sich so losgelöst ist von dem, was man eigentlich spielt, weil die Kampagne ja die Geschichte erzählt von diesen Einheimischen, die in Nordafrika leben, also die Anwohner der Dörfer dort, dass man die Auswirkungen des Krieges auf ihr Leben eben sieht. Aber das hat halt keinen wirklichen Einfluss jetzt gehabt auf das, was ich eigentlich gespielt habe, sondern es war halt eben eine Cutscene, die jetzt mäßig aufwendig inszeniert war, die ich auch nicht zeigen kann. Also wahrscheinlich seht ihr jetzt gerade eine Cutscene aus der Italien-Kampagne, weil die Afrika-Szenen mir noch nicht zeigen dürfen. Aber die sind ungefähr in demselben Stil. Und das hat halt eben auch für so einen Bruch an emotional gesorgt. Und der Missionsaufbau war jetzt eben nicht besonders aufregend. Es war halt Company of Heroes Standard, also erobere was, verteidige jenes. Das ist ja so der Standardablauf von so ATS-Missionen. Da haben sie noch nicht gezeigt, was sie eigentlich können. Vor allem das Absurde ist ja, dass sie in der Italien-Kampagne auch Story-Missionen haben. Und die Story-Missionen, die ich in der Italien-Kampagne gespielt habe, das war so ein Angriff übers Wasser auf Gela, einer Stadt in Sizilien. Die war inszenatorisch super. Also da wurde wirklich einiges aufgefahren. Der Ablauf, das Pacing war richtig gut von der Mission, wie es dann losgegangen ist, wie man am Strand angelegt ist, wie dann der Widerstand kam von den Deutschen. Dann hat man sich hochgearbeitet, hat dann irgendwie auf der linken Seite konnte ich mit einer kleinen Infanterieeinheit eine coole Mission spielen und bin dann mit dem Panzer hochgefahren. Es gab Abwechslung. Ich wusste dann, was auf was folgt und wie ich dann am besten meine Einheiten einsetze. Das hat richtig Spaß gemacht. Und genau dieser Fluss, diese Dynamik und dieser coole Story-Ablauf innerhalb einer Mission, dieses Missionsdesign, war bei der Afrika-Kampagne bis jetzt zweimal, ich habe zweimal Missionen gespielt, eher nicht so. Es war halt eher ein bisschen standardmäßig, ein bisschen langweilig fast schon, muss ich sagen, ja. Hast du schon eine Ahnung davon, wie umfangreich die Kampagne in Afrika werden wird? Nee, da haben sie noch nichts zu gesagt. Ich glaube, der Konsens war, dass sie ungefähr in dem Rahmen sein soll, wie früher die Kampagnen auch waren. Es kann sein, dass sie ein bisschen kürzer ist, aber sie soll in etwa das abbilden, was die alten Kampagnen auch dargestellt haben. Wie viele Missionen da jetzt drin stecken, exakt weiß ich leider nicht. Der große Spielzeitfresser neben dem Multiplayer wird aber ja die Italien-Kampagne werden. Und die ist ganz anders als bisher in der Serie und an der wurde auch zuletzt im letzten Jahr auch noch wieder viel an Mechaniken im Hintergrund gefeilt und du hast ja gerade schon gesagt, da sind Story-Missionen drin, da sind so mehr oder weniger, habe ich es richtig verstanden, so halb prozedurale Missionen mit drin. Also erklär mal ein bisschen kurz, wie funktioniert das? Also wo soll da diese hohe Spielbarkeit und der hohe Umfang rauskommen? Ja, also der Sinn war von dieser Kampagne ja, dass die Entwickler bei Relic sich gedacht haben, Company of Heroes spielen die Leute hauptsächlich langfristig im Multiplayer. Wir haben aber auch viele Einzelspieler, die die Kampagne einmal durchspielen und dann nie wiederkommen. Deswegen wollen wir ihnen jetzt so eine Art Sandbox-Kampagne geben, wie es Total War zum Beispiel auch hat, dass ja auch Leute im Einzelspieler über Jahre spielen. Und deswegen ist es halt eine große Strategiekarte, die man nach und nach erobert mit seinen alliierten Truppen. Das ist halt eben Italien, was man von Sizilien aus den Stiefel einmal nach oben durchquert. Und da geht es eben darum, dass du selber bestimmst, welche Kompanien setze ich jetzt eigentlich ein. Und dann nimmst du die Kompanien, rekrutierst die und schickst sie dann rundenbasiert über diese Karte und eroberst damit Städte, Flugplätze, manchmal so Bunker, wo irgendwelche MG-Nester drin sind. Und währenddessen bekommst du auch Missionen von den Hauptleuten der Alliierten. Es ist ein Brite, ein Amerikaner und eine italienische Widerstandskämpferin, die auch so ein bisschen miteinander rangeln immer. Also wer jetzt da gerade eigentlich das Sagen hat und wie man genau vorgehen soll. Und durch diese Entscheidungsmöglichkeiten, die verschiedenen Missionen, dadurch, dass man nicht nur Story-Missionen hat, sondern eben auch normale Schlachten, wenn halt eine deutsche Armee irgendwo steht und ich komme mit meiner Kompanie dahin und ich greife die an, dann ist es keine klassische Story-Mission, außer sie haben sich irgendwo speziell verschanzt, sondern dann geht man in so ein Skirmish-Match rein. Und diese Skirmish-Matches sind im Prinzip Multiplayer-Partien gegen die KI. Da kann es Abwechslung geben, also je nachdem, wie diese Skirmish-Herausforderung ist, ob man jetzt den Gegner vernichten muss, ob man mehr Kontrollpunkte halten muss als der Gegner. Das ist so ein bisschen der prozedurale Teil. Die Karten sind trotzdem vorgefertigt. Und so soll halt Abwechslung reinkommen, dass man halt eben diese Kampagne immer anders spielt. Also mal greift man zuerst da an, dann greift man da an, dann hat man eine andere Kompanie. Die Kompanie haben auch Skillbäume, die man aufrüsten kann. Und dadurch soll Abwechslung entstehen.
das ist der grundsätzliche Gedanke, dass sie halt sagen, okay, man hat verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten, diese Kampagne zu bewältigen, und deshalb werden die Leute diese Kampagne wahrscheinlich öfters als einmal spielen. Und es gab da jetzt auch ein paar Anpassungen, von denen du schon gesprochen hast. Also ursprünglich, also es war das erste, was sie enthüllt haben von Company of Heroes 3, da gab es noch verschiedene Armeetypen, einmal die normalen Armeen und es gab noch die Detachments, das waren so kleinere, ja, Armeeabteilungen. Das konnten MGs sein, das konnten Sanitäter sein, das konnten Ingenieure sein, die verschiedene Aufgaben auf der Karte hatten und die keine eigene Schlacht, keine ATS-Schlacht lostreten konnten, aber große Armeen unterstützen konnten. Und diese Detachments haben sie komplett gekillt. Die gibt es nicht mehr als eigene Einheit, die gibt es nur noch als Boni für eine der größeren Armeen. Sie haben auch das Versorgungsnetz überarbeitet, dass man jetzt so Versorgungspunkte erobern muss oder Versorgungszentren in gewisser Weise, die dafür sorgen, dass man eben auf der Kampagne dann Vorteile hat, dass man mehr Bewegungspunkte hat, dass die Einheiten mehr Munition haben, dass sie nicht so leicht Verluste erleiden im feindlichen Gebiet und so weiter. Das sind so kleinere Änderungen, die sie auch auf Input der Community vorgenommen haben. Das Problem, was ich jetzt ein bisschen habe mit der Kampagne, ist die ganze Zeit dieses, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das wirklich eine Kampagne ist, die ich mehr als einmal spielen möchte. Weil, also das Vorbild ist ja so ein bisschen Total War, und ich liebe Total War, und Creative Assembly hat ihnen ja auch dabei geholfen, diese Kampagne zu gestalten. Aber Total War hat halt nochmal den anderen Ansatz, dass du viele verschiedene Fraktionen hast, die überall anders auf der Karte starten können. Und da geht es nicht nur darum, andere Armeen zu haben und die anders aufzurüsten, sondern es geht darum, dass jede Fraktion auch andere Boni hat. Gerade in Warhammer hat jede Spezies, jedes Volk hat eine andere Herangehensweise, andere Truppen und so weiter. Und klar, du kannst jetzt bei Company of Heroes 3 sagen, okay, ich will jetzt eher britische Truppen oder ich will eher amerikanische Truppen, aber trotzdem geht es ja immer irgendwo im Süden vom Stiefel los. Und ob du jetzt zuerst einen Angriff auf Chitanova startest, um den Hafen zu haben, oder zuerst Tropea angreifst und da halt deine Armee hinschickst. Ich glaube nicht, dass das so einen großen Unterschied macht. Und ich weiß nicht, ob das dann am Ende wirklich dafür sorgt, dass man die Kampagne oft spielt. Da bin ich halt noch skeptisch. Aber ich habe auch noch nicht so viel Kampagne gespielt, um das mit Sicherheit halt sagen zu können, dass es nicht so ist. Also vielleicht ist da mehr Abwechslung drin, als ich denke. Aber mein Eindruck ist momentan, ist es nicht das so, dass ich denke, dass ich das öfters spiele. Das ist so gerade mein grundsätzliches Problem mit der Italien-Kampagne, wobei sie natürlich schon Spaß macht. Also sie ist mega cool. Ich glaube schon, dass das Durchspielen sehr, sehr gut sein wird, dass es sehr viel Spaß machen wird und eine schöne Abwechslung bietet zur klassischen Company of Heroes-Kampagne. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich so langfristig ist, wie sie das gerne möchten. Aber es muss ich auch noch zeigen, wenn es dann draußen ist. Du hast am Anfang schon gesagt, Multiplayer hast du jetzt noch nicht so viel spielen können, aus Zeitgründen. Aber gibt es da noch irgendwas, was wir über Multiplayer grundsätzlich wissen sollen? Weil du auch meintest, da hat sich gar nicht oder hat sich am wenigsten irgendwie geändert? Also der Multiplayer profitiert, glaube ich, hauptsächlich davon, dass Company of Heroes 3, wie du gesagt hast, eben jetzt der größte Teil der Reihe ist. Es klingt immer auf dem Papier so ein bisschen wenig, dass sie jetzt 4 Fraktionen haben. Aber das sind tatsächlich doppelt so viele Fraktionen, wie es im zweiten Teil gab. Man hat jetzt halt die britische Armee, man hat die US-amerikanische Armee, man hat die deutsche Wehrmacht und man hat das deutsche Afrika-Korps. Und da gibt es schon spielerische Unterschiede. Also gerade das Afrika-Korps ist sehr auf Fahrzeuge fokussiert, kann Fahrzeuge reparieren, kann ordentlich Gas geben, während die Briten eher etwas defensiver sind und auch die deutsche Wehrmacht eher eine defensive Fraktion sind. Und das ist halt so der große Selling Point, glaube ich, vom Multiplayer, dass du halt direkt am Anfang sehr viel hast. Viele Einheiten, viele Fraktionen, unterschiedliche Fraktionen, viele Karten auch, 14 Multiplayer-Karten soll es direkt zum Release geben. Und dann kommt noch hinzu, dass ja diese kleinen Gameplay-Anpassungen, die sie gemacht haben, also die klassischen Echtzeit-Strategie-Anpassungen vor allem im Multiplayer irgendwie eine Rolle spielen werden. Also, dass man sich nicht mehr so leicht verschanzen kann in Gebäuden. Dass es möglich ist, Einheiten auf den Panzer draufzusetzen und damit schneller zu anderen Punkten zu setzen. Das sind, glaube ich, strategische und Gameplay-Änderungen, die im Multiplayer sich entfalten werden, wo die Leute dann gucken können, okay, was habe ich für neue Optionen? Wie kann ich meine Taktik hier jetzt anpassen? Aber das grundsätzliche Company of Heroes Multiplayer-Konzept, das wird nicht so sehr angefasst. Das ist so, wie man es von früher kennt. Die beiden Fraktionen treffen aufeinander. Man muss verschiedene Punkte erobern. Man guckt halt, auf welche Einheiten man sich spezialisiert und wie man die Gegner am besten knackt. Und das, glaube ich, wird im dritten Teil jetzt nicht großartig anders sein. Vielleicht ist es besser. Das kann, glaube ich, die Multiplayer-Community noch mal besser entscheiden als ich jetzt gerade. Aber mein Eindruck ist einfach, dass da der Standard gegeben wird oder dass halt da die kleineren Anpassungen dafür sorgen, dass man mehr Spaß damit hat vielleicht
ist zumindest mein momentaner Eindruck, dass das anders ist, aber nicht revolutionär. Dann eine letzte Frage, denn es gibt noch eine kleine revolutionäre Änderung und die finde ich besonders spannend, weil ich bin in erster Linie Singleplayer-Spieler und bin schnell mal ein bisschen überfordert, wenn allzu viel los ist. Ja. Oder will mir auch mal in Ruhe ein bisschen was anschauen. Es gibt jetzt diese taktische Pause. Mhm. Wie gut funktioniert das? Also die taktische Pause ist ja tatsächlich nur für den Singleplayer, die gibt es im Multiplayer nicht. Es geht darum, dass man Pause drückt und dann Einheiten mehrere Befehle geben kann, die sie dann auch nacheinander durchführen. Ich finde die Idee super cool, weil ich liebe ja auch rundenbasierte Spiele und habe eigentlich gedacht, dass ich diese neue Mechanik öfter einsetze, als ich es gerade tue. Aber immer, wenn ich Company of Heroes 3 spiele, was jetzt schon öfters vorgekommen ist, nutze ich diese Mechanik fast nie, weil sie sich nie so anbietet, wirklich. Ich glaube, also zumindest mein Problem ist ein bisschen bei der Mechanik, dass Company of Heroes 3 eine sehr geringe Sichtweite hat. Also der Nebel des Krieges ist immer sehr nah. Und eigentlich ist so eine taktische Pause ja dafür da, langfristig zu planen. Du willst jetzt schon sagen, okay, ich will ja langfristig meine Einheiten da und da und da hinschicken, dass sie dann irgendwelche Fähigkeiten einsetzen oder Punkte erobern oder schießen oder was auch immer. Aber diese Langfristigkeit kann man schwer planen, wenn man so wenig sieht. Also man muss wirklich in eine Situation kommen, wo man die Karte gut aufgedeckt hat, wo man vielleicht ein paar Scouts irgendwo platziert hat, um mehr sehen zu können, damit die taktische Pause Sinn ergibt. Aber wenn sie da mal Sinn ergibt, ist sie wirklich eine coole Neuerung, die auch gut funktioniert. Also ich habe ein paar Situationen gehabt, wo ich dann dachte, okay, jetzt probiere ich es mal. Und dann hat man die Einheiten eingesetzt, hat ihnen mehrere Befehle gegeben, irgendwie einen nach rechts laufen lassen, der wirft dann eine Granate, gleichzeitig läuft links ein Panzer rum und setzt sie unter Druck. Das kann man schon machen. Es ist, glaube ich, eher eine nette Spielerei. Ich selber habe sie nicht so oft gebraucht. Vielleicht ist es was, woran man sich gewöhnen muss, was man mit längerer Spieldauer öfters dann sinnvoll einsetzt, als ich es jetzt getan habe. Aber es ist, glaube ich, nicht der große Bringer, wie man ihn vielleicht erwartet hätte. Es ist eine ganz nette Ergänzung, die nicht immer so zündet, wie man das vielleicht erhofft hat. Ja, ob die anderen Ideen und auch diese Idee zünden werden, das werden wir ab dem 23. Februar erfahren, wenn das Spiel auf dem PC startet. Wie gesagt, die Konsolenversion, die kommt irgendwann später, 2023. Da gibt es noch keinen konkreten Termin. Klingt nach einem interessanten, aber auch ein bisschen gefährlichen Experiment, ob tatsächlich da sich die Wünsche der Zielgruppen, der unterschiedlichen Zielgruppen in diesem einen Spiel mit dem überschneiden, was sie jetzt da als neues Angebot liefern werden. Aber ich tippe mal, es ist trotzdem immer noch eines der spannendsten Echtzeit-Strategiespiele, gerade jetzt für die nächsten Monate. So viele kommen ja da auch nicht unbedingt in dem Bereich. Fabiano, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung hier an dieser Stelle und dann sage ich schon mal frohe Weihnachten. Sehr gerne, frohe Weihnachten.